Servus Leute bei einer neuen Folge Dust. Ich habe ja gesagt, ich versuche wieder regelmäßiger Videos zu machen und ich versuche mein Versprechen hiermit einzulösen. Wir wollen jetzt zu dem Gaius of Small gehen. Ich denke, es ist nicht mehr weit zu ihm. Natürlich könnte ich mich jetzt total verbrennen, wenn ich sage, dass ich in dieser Folge durchkomme. Denn ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich so weit bin, ob noch etwas fehlt. Laut Speicherding habe ich ja ungefähr 63% dieses Spieles durchgespielt, was aber daran liegen könnte, dass ich nicht unbedingt viele Schatzkisten und whatever mitgenommen habe. Nein, das Irren, was haben wir? Der Schönheit haben wir letztes gefunden, das brauchen wir aber nicht. Oh, meine Haxengriebel. Oh, das ist so blöd, wenn man auf den Haxen, auf den Füßen drauf sitzt. Materialkauf, wir brauchen nur mehr 3 von den Dingern. Ja! Wir können es kaufen! Wuhu! Unser Angriff wird auf 794 hochgetrieben. Und Fidget ist ja echt mächtig mit 1124. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Das werden wir machen. Habe ich gemacht. Hoho! Wo ist Gaius? Gaius von After. Oh, Popus meine ich. Ist eh das gleiche. After, Popus, Arsch, Arschloch, Arsch. Ups. Da ist es wohl mit mir durchgegangen, Freunde. Nettes Spiel, ich habe mich immer noch nicht erkundigt, ob ein zweiter Teil in der Mache ist. Ein bisschen abwechslungsreicher könnte es durchaus sein, aber ich finde es von der Story und von der Aufmachung her trotzdem sehr, 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 sehr gelungen. Und ein Level können wir vergeben. Wir könnten Fidget natürlich auch wieder stärker machen, indem wir Gesundheit nehmen. Und ich denke, das möchte ich aber nicht. Gehen wir in die Stärke. Also man sieht, wie viele Kasteln hier noch möglich wären freizuschalten. Also es gibt hier noch eigentlich viele, viele Level. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die Gebiete runter skaliert sind auf deine eigene Stärke. Also auf unsere Stärke. Oder ob man sich dann einfach mit Level 4000, 5 Millionen dann so viel leicht tut. Und Fidget ist echt stark. Fidget ist jetzt echt stark. Das macht echt Garde. Und unser Lebensbalken ist jetzt auch sehr schön. Ich kann mich also nicht beschweren. Boah, hier geht's rund. Weiter geht's. Ja, ich hoffe, der gute Colonel bringt jetzt auch mal wieder Videos raus. Ich habe, glaube ich, im letzten schon erwähnt, dass er etwas gekränkelt hat, die letzten 2 Wochen. Und ihr kennt das vielleicht selber, wenn man... Upsi, was ist jetzt passiert? Wenn man bei einer Sache nicht so dran ist, beziehungsweise rauskommt, ist es echt nicht so leicht, oft da wieder reinzukommen, wenn man mal 2-3 Wochen irgendwas... Ups, ich habe keine Nahrung mehr. Und was haben wir noch viel? Eigentlich haben wir gar nichts mehr viel. Vielleicht sollten wir ab und an mal was kaufen wieder. Heilverbrennung brauchen wir ja. Nehmen wir einfach den Scheiß da. Und unsere Abwehr ist gestärkt. Das heißt, wir buffen uns. Das habe ich sowieso überhaupt noch nie verwendet. Bisher. Das heißt, das soll uns nicht zum Nachteil gereichen. Bestimmt nicht. Verteidigung und Abwehr ist immer gut. Natürlich ist auf Smallhorn noch viel besser. Muah! So, die brauche ich jetzt gar nicht. Jetzt schaut das Teil wirklich klein aus. Wow! Den haben wir jetzt da elektrofiniziert. Gibt's dieses Wort? Wow, da brutzelt's und rupzelt's auf der ganzen Map. Alles explodiert und alles stirbt. Ja, Colonel ist ja noch immer am Command & Conquer zocken. Ich hoffe, er macht das fertig. Ich bin selber der Meinung, dass Echtzeitstrategie irrsinnig schwer zum Let's Playen ist. Und dafür macht er das aber verdammt gut. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut einfach mal rein. Lasst ihm einen Daumen nach oben da. Hier gibt's was zu kaufen. Ah, hello again, my friend. So, das heißt, wir werden einfach das restliche Geld für Nahrung ausgeben, oder? Werden wir diese Dinger kaufen? Plus 400 Gesundheit, warum eigentlich nicht? Und Abwehr gibt uns das auch. Für 400 mehr.
ja. Ich denke, das Geld werden wir jetzt dann nicht mehr gebrauchen. 22 Dinger haben wir. Wir müssen jetzt da vielleicht etwas softer spielen. Vielleicht kommen wir jetzt auch schon zum Ende, wer weiß das schon. Wir haben auf jeden Fall noch einen Safe Point. Da wollen wir doch glatt abspeichern. Boah, wo geht's denn jetzt hin? Ah ja. I'm blind. Oh, da liegen schon Leichen von uns und von General Gaios Truppen. Kommen wir nun zum Finale. Ist das die finale Stunde? Facen wir General Gaios? Wir machen einfach. Oh. Oh mein Gott. Achso, ich dachte schon, da kommt jetzt irgendein großes Wesen. Ich habe Angst. Hier ist er. Hier ist General Gaios. Ist das das Finale? Ist das das Ende? Und General Gaios war anscheinend die ganze Zeit da. Weil über das ganze Spiel ist er da herum gestanden. So viel zu seinem Vormarsch. Wait! Wait! Just a moment. Lower your weapons. I said lower your weapons! Er will mich überreden zu seinem, ich war ja ein Soldat, ein gut gedienter in seiner Armee. You have much to answer for, General. Wer muss sich die Wahrheit entstellen? Ich hoffe nicht. Wie hieß ich nochmal? Wie hieß mein böses Ich? Wie gesagt, 2 Wochen habe ich vor dieser Aufnahmesession nicht mehr gespielt. And what of you, my friend? A year ago I heard stories of your death. At the hands of a child, no less. Now here you stand, not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy. Nein, ich will deren Tod nicht. Nicht mehr. You've been charged to destroy, not me. What happened to you, Cassius? Cassius waren wir, genau. Stell dich, Gaius! Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Oh oh, kommt Cassius raus? Bitte nicht, nein! Was ist los? Cassius! That's who you are! Nein, wir sind Dust! Don't listen to him! You're Jin now! Remember that! Ich bin nicht Jin, ich bin Dust! Ich bin Jin und Cassius in einem und hab meinen eigenen Willen! You're remembering now, aren't you? Together nothing stood in our way. We shaped this world together. And together we can finish what we started. You ordered the deaths of countless people. Countless Moonbloods. Moonblood sympathizers. Anyone that stood in your way. Yes. And you carried them out. Lower your blade, old friend. First we destroy these Moonbloods once and for all. Then I can help rid you of these fantasies that have spoiled your mind. Dust, lass dir ja nichts einreden. Dust, listen to me. Fidget, red uns gut zu. Cassius was my name. No! That doesn't matter. It's all that matters. All those people I killed, Fidget. How could I possibly redeem myself in a mere few days? Selbstzweifel. Der Tod so viel guter Menschen. You cannot, Dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But I share his form, his very soul. That doesn't matter! Kapier es, wieso stellst du dich jetzt so blöd, Dust? Why do you keep saying that? Okay, Cassius kommt einfach, Cassius kommt raus, verdammt. Because you're not just Cassius! Jin didn't kill those people. Jin saved Aurora and Mudpot Village. Jin stopped Fuse, saved Lady Tethys, and now he's the only thing standing against General Gaius. Sowas von korrekt. Cassius would destroy the Moonbloods. But Jin, he would protect them. No, Fidget. You're wrong. Jin didn't do any of those things. Then you finally come to your senses. Bitte nicht. Komm, wir sind nicht umsonst so weit gekommen. Oder wird er sich bewusst, dass er Dust ist, dass wir Dust sind? Weder Jin noch Cassius. Wir haben jetzt einen eigenen Willen. Jin is dead, as is Cassius. Their souls now live within me.
constantly reliving that fateful day. Forever in battle, forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am justice incarnate, brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I am dust, and your campaign ends here now. Throw down your weapons and surrender, or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, please, don't do this. You know you cannot win. Let's end this. Gänsehaut. Gänsehaut, verdammt noch einmal. So, wir müssen immer schauen, dass wir in Bewegung bleiben. Wow, der haltet was aus. Komm! Boah, ich kann gar nicht mehr reden. Ja, wehrt meine Fidget ab. Aber er hat mich noch nicht verletzt. Come on! Cassius, du wirst büßen für all deine Taten. Gemeinsam werden wir ihn schlagen. Ihr, ich, Fidget und Dust. Der sich endlich bewusst geworden ist, wer er ist. Er ist weder Jin noch Cassius, ist sich aber bewusst, dass beide Seelen in ihm leben und er kann sich jederzeit entscheiden. Er hat seinen eigenen Willen. Wir stärken nochmal unsere Verteidigung und bis jetzt kann er wirklich noch nicht viel. Was ist das für ein Loser? Normal ist echt etwas leicht oft an vielen Stellen. Aber ich glaube nicht, dass das schon noch gewesen ist. Das ist so. Das wäre so klassisch, dass da noch irgendwas kommt. Wir haben ihn. Ah, es ist noch nicht aus. Ich hab's mir schon gedacht. You cannot win, Cassius. You never could beat me. Ach ja, das werden wir noch sehen. Das Finale ist noch nicht vorbei. Stop calling me Cassius! There was a time when you stood by my side. We were allies once. Not anymore, General. I'm not your ally, and I'm not your friend. Now raise your blade or drop it. It's time to meet your maker. You never could scare me either, Cassius. Very well. To the death. Na gut, dann musst du halt sterben. Oh, jetzt kackt er Bällchen aus seiner Hand. Oh, die explodieren. Okay. Ich habe Unterstützung von meinen Freunden. Er aber auch. Wow, was für ein episches Finale jetzt. Boah, die Kugeln sind sicher gefährlich, da müssen wir aufpassen. Stier! Du musst büßen für alles, was du uns angetan hast. Auch Cassius. Denn du bist derjenige, der Cassius sicher geformt hat. Ah ja, wir haben ziemlich viel ab. So, wir werden uns mal diesen Shift entledigen. Wow! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm! Komm! Gemeinsam schaffen wir das, Freunde! Jetzt teilt er ganz schön aus. Er hat mich gerade getroffen und hat fast die Hälfte meiner Leben weggebürzt. Aber wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich down. Es dauert nicht mehr lange. Freunde, es dauert nicht mehr lange. Stier! Oh mein Gott. Es geht noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Don't you remember anything, Cassius? Why would you draw your blade against your fellow soldiers? Why would you draw your blade against me? Du bist nicht meinesgleichen. You're destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. Oh, die Musik ist geil. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. Don't you remember your duty?
Don't you remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! Komm, explodier! Komm, explodier über ihn! Wow! What the fuck? Gut, wir haben noch 17 Lebenstropfen, das gefällt mir recht gut. Oh, das gefällt mir nicht gut. Oh, weg von diesem Bällchen. Okay, wir können diese Dinger nehmen. Wir müssen diese Dinger sogar nehmen und... Oh, weg hier. Nein, es hat mich erwischt. Jawohl. Oh, der Kampf ist echt episch. Er streckt sich schon über 3 Phasen. Komm. Oh. Beide getroffen. Epische Inszenierung. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Das ist mal ein Bossfight. Oh, weg hier. Nochmal zur Erklärung, wir spielen tatsächlich auf Leicht. Wer es von Anfang an nicht geschaut hat. Und ja, ihr habt recht, das ist auf einigen Stellen, könnte es durchaus schneller besser gehen. Leicht ist schwerer sein. Aha. Oh, es geht immer noch weiter. This is where it ends, Gaius. Wow. Fidget kann nichts. Fidget ist verstummt. Wir müssen den Rest zumachen. Oh ja, jetzt da. Oh, ich dachte schon, der Fidget ist jetzt die ganze Zeit verstummt. Wisst ihr, an was die Musik mich ein bisschen erinnert? Habt ihr Final Fantasy 7 gespielt? Sephiroth? Sephiroth! Dum, 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 dum. Sephiroth! Oh, Sephiroth, einer der coolsten Bösewichte der Spielgeschichte. Ja, mehrere, der auch einen Film bekommen hat. Advent Children, glaube ich, da hieß der. Großartige Story. Großartiges Spiel. Habe ich mir auch schon überlegt, so Let's Playen. Aber bei der... Oh, ich muss auf die Leben achten. Aber ich bin mir da noch nie sicher, wie ich bei Spielen mit mangelnder Sprachausgabe das machen möchte. Ob ich da einfach spreche, also die Spieler, die NPCs und alles so spreche, oder ob ich es für sich stehen lasse. Ich will nicht in die Lava. Oh, echt epic, echt epic. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wiederhole ich an dieser Stelle jetzt auch schon öfters. So, wir werden nochmal unsere Verteidigung aufbauen. Und jetzt ist das gleich. Jetzt haben wir Gaius gleich da, wo wir ihn haben wollen, nämlich am Arsch. Stirb, boah, das ist so cool, wenn sich beide treffen. Nein, er hat wieder alle Leben. Nein, doch nicht. Wow, scheiße. Scheiße. Irgendwas hat uns erwischt. Komm, Dust. Komm. Wir steuern selbst, wir steuern Dust jetzt momentan in der Situation. Und die Lava steigt und steigt. Nein, Dust, komm. Komm. Kämpfe. Kämpfe. Komm. Hier ist Gaius. Er schreit nach uns. Das ist das Finale. Retten wir ihn oder töten wir ihn? Wow. Ich lass das jetzt für sich stehen. You know not Cassius. Yes, I am. Yes, you are. But Cassius is gone. As is the world we once loved. Cherish it. Oh. Thank you.
We did everything right, Dust. Everything we were supposed to do. And sometimes that's not enough, Fidget. When the life threat calls. Fidget. Thank you. Goodbye, Dust. Through the actions of Arsene Mithrarin Dust, the Moonblood race is finally free. We will never forget his sacrifice or the deeds that saved our very world. We shall always remember what happened here. Dust's sacrifice will allow the Moonblood race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that Dust has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Sen Mithrarin was born of Dust, a current to the winds of change, a harbinger of storms yet to come. Dust? Wow. Was für ein Ende. Fuck, ich fand das jetzt am Schluss echt ein bisschen traurig, aber das Spiel ließ jetzt dann nochmal eine Fortsetzung offen. Dass der aus dem Staub geboren wurde. Wow. Unglaubliches Spiel. Freunde, ich kann dieses Spiel nur jedem empfehlen. Holt euch das Teil. Ich warte auf Teil 2. Wir wissen ja jetzt, dass die Möglichkeit einer dastischen Rückkehr offen ist. Es war so ein leichtes Cliffhanger-Ende, aber verdammt mitreißendes Finale. Da bin sogar ich ein bisschen, was heißt sogar ich? Ich bin gerade ein bisschen nah am Wasser gebaut. Also es war ein sehr mitreißendes Spiel. Oh. Danke Leute fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ich grüße an dieser Stelle auch meinen Stammzuschauer, den guten Colonel. Servus Robo. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei Teil 2 ein, wenn es einen geben sollte. Sehr mitreißendes Spiel. Ohne den Let's Play-Kanal hätte ich das Ding wohl nie gezockt. Ich wäre vielleicht mich jetzt in öfters in Zukunft meine Steam-Bibliothek durchgehen und schauen, was da noch für Juwelen drin lauern. Dankeschön, Leute. Man sieht sich beim nächsten Projekt. Servus. Ich hoffe, ihr schaut euch das auch immer an. Haha, ich bin noch da. Nein, ich finde, das gehört sich auch im Kino. Ich gehe erst, wenn der ganze Abspann durch ist. Ich finde, das haben sich die Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben, verdient. Im Grunde hat an dem Spiel nur einer gearbeitet, aber irrsinnig viel Arbeit ist an Musik. Diese tolle Synchronisation. Super.
Aber jetzt ist es vorbei. Servus, Leidl.